ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Haus Flipper. Nächste Folge. Und wir machen heute wieder ein neues Häuschen, was wir uns kaufen. Aber erstmal zeige ich euch unser Büro. Ich habe es nämlich neu gestaltet. Komplett neu. Ja, das sieht schön aus, finde ich. Das gefällt mir wirklich sehr gut hier. Ich finde es tatsächlich schade. Man kann keine Sachen in die Schubladen legen. Das hätte ich natürlich noch besser gefunden. Aber ansonsten, kleines Regal, neue Küchenzeile. Wir können nirgendwo abwaschen, außer wahrscheinlich hier. Da ist jetzt auch ein Spiegel dran. Und, ja, sonst, achso, nee, doch, Lampe ist auch neu. Ja, und hier ist, wie gesagt, alles komplett neu. Neue Schlafecke. Neue Bilder an der Wand, ein Aquarium. Neue, naja, Büroecke. Gefällt mir sehr gut. Finde ich sehr schön. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob ich dieses Ding irgendwann mal verkaufen kann. Also wir haben ja hier das quasi im Besitz. Aber ich kann es nicht verkaufen. Wir können ja mal... Wir kaufen uns mal ein neues Haus. Hier, 99 Quadratmeter. Etagen 1, Räume 1. Ich glaube, das ist ein bisschen verkehrt, aber gut. Wir bleiben mal. Und jetzt kann ich das Ding... Was kann ich hier verkaufen? Zum Haus. Wie kann ich das eventuell verkaufen? Das geht nicht, ne? Nee, das ist nicht möglich. Schade. So, zum Haus. Gut, dann gehen wir mal zu dem... Oh Gott. Zu dem wunderschönen Häuschen, was wir uns gerade gekauft haben. Okay, hier ist einfach mal alles dreckig. So, keine Ahnung, warum Sachen hier draußen stehen. Ach, das muss alles neu gemacht werden. Dafür ist der Rasen schön. Oh, sogar hier mit kleinem Balkon. Ansonsten ist hier erstmal... Oh, alles dreckig. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal sauber. So, das ist Müll. Entschuldigung. Da haben wir noch Müll. Was ist denn hier eigentlich im Boden? So. Ja, das sieht einfach nur räudig aus. Das werden wir mal neu machen demnächst. So, was ist hier? Wahrscheinlich Fenster, Bänke wieder. Ich weiß nicht, ob das... Na, Dach ist sogar okay. Was ist denn hier eigentlich? Okay, haben wir auch. Ich weiß manchmal nicht, was ich sauber mache. Ich sehe nur, dass ich was sauber mache. Und, ja, wahrscheinlich die Fenster oder sowas sind das. Gut. Okay. Dann gehen wir mal rein hier in die Ruine. Obwohl, Decken sind okay. Wände müssen wir auf jeden Fall neu streichen. Steckdose ist auch kaputt. Dann fangen wir erstmal nach und nach an mit dem Flur. Achso, ich habe übrigens noch ein Haus oder eine Mission gemacht. Und da konnte man Klimaanlagen reinbauen. Das war eine neue Sache. So. Ja, die Eingangstür geht sogar. Das ist der Verteilerkasten. Gut, wir machen erstmal den Flur. Fußböden. Hier, so ein Parkett finde ich ganz nett. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Und wir machen... Brauchen wir Farbe ran? Türen, Wände, Leitern, Fenster. Wände. Tapete. Wir machen Farben. Wir machen sanfte Brise. So, einmal komplett neu. Hallo? Achso, ja, ich habe mich noch ein bisschen verbessert. Hallo? Kaufe Gips. Du brauchst Gips, um die Löcher zu füllen. What? Einmal voll Gips. Nein, ich habe den Spachtel noch nicht. Scheiße.
Ja, okay, das ist natürlich ärgerlich. Ich muss jetzt mal die ganzen Wände spachteln. Ja. Gut, das geht auch nicht. Da gucken wir eh nicht drauf. Gut, dann... Scheiße, ich muss das ganze Haus spachteln. Ja, gut, dann müssen wir leider erstmal abbrechen. Dann müssen wir leider später wiederkommen. Oh, jetzt muss ich erstmal spachteln lernen. Gut, dann müssen wir Missionen machen. Also das ist das letzte Werkzeug, was uns anscheinend fehlt. Ja gut, ob ich jetzt hier die Steckdosen noch... Ja gut, komm, wir können ja den Raum zumindest mit den Steckdosen nochmal schnell machen. Und dann werden wir leider das Haus nochmal stehen lassen. Okay. Ja, schade. Wie komme ich hier wieder raus? Ich will das Haus nicht verkaufen, ich will wechseln. Ja, okay. Tja, so sah die Hütte mal aus, ne? Lang, lang ist's her. Gut, Haus zur Renovierung. Hallo, nach dem Tod meiner geliebten Frau habe ich unser altes Haus verkauft. Es waren da zu viele Erinnerungen, deswegen habe ich ein neues gekauft. Das müsste renoviert werden. Erst einmal muss man aufräumen, dann die Heizkörper anbringen. Ich habe keine Kraft mehr und möchte so schnell wie möglich aus dem alten Haus ausziehen. Das Leben dort ist zu schmerzvoll für mich. Doch um auszuziehen, müsste das neue Haus fertig sein. Zusammen... Mit mir werden meine beiden Töchter dort leben. Streichen Sie bitte die Wände in Ihrem Zimmer mit hellblauer Farbe. Das ist Ihre Lieblingsfarbe. Bitte beeilen Sie sich, Erik Sobel. Tja, keine Ahnung, ob wir hier... quasi den Spachtel kriegen. So, draußen ist alles gut. Hier ist erstmal dreckig. Okay, das war's auch schon im Flur. Aufräumen, reinigen der Verschmutzung. Wahrscheinlich hier. Und hier. Fenster reinigen. Ah, das geht super schnell mit den Dingern. So, streiche Farbe und montiere Geräte Heizung. Okay, machen wir erstmal die Heizung. So, easy. Neue Fertigkeit. Schön. Ja, okay, schnellere Vergipsung. Wir können doch nicht vergipsen. Müssen wir jetzt lernen. So, dann sollen wir die Farbe Himmelblau, nee, schläfriges Blau nehmen. Also, wie gesagt, ich kann jetzt, oder wir können jetzt vier Wände gleichzeitig streichen. Ah, schade, nicht ganz. Das ist natürlich jetzt eine super Arbeitserleichterung nochmal. Okay, mal die Fensterrahmen hier auch. Hallo? Auch gleich mit. Ich muss mal daran gewöhnen, dass ich jetzt so viel streichen kann. Tatsächlich erstmal dran gewöhnen, dass es jetzt so fix geht. Also den Dreier-Schritt habe ich ganz gut hingekriegt. Vierer-Schritt muss ich noch üben. Oben ist natürlich immer schwierig, ne? Aber Zimmer ist gleich schon mal fertig. Müsste das Schlafzimmer werden von der Kleinen. So, verkaufen. Und dann die Tür zu machen.
Also, ein Bett. Falsche Taste. Na? Ein Computertisch. Wow, der ist ja mickrig. Ein dazu passenden Stuhl. Wie gesagt, ich finde den super klein. Kleiderschrank. Und was haben wir hier noch? Ein Buffet. Okay. Schlafzimmer fertig. Flur ist sowieso fertig. Tür zu machen. So, hier erstmal ein bisschen aufräumen. Küche sieht sogar noch halbwegs okay aus. Da müssen wir auch nur reinigen. So, hier ist noch irgendwo was. Ach, da oben. Und das Fenster sauber machen. Gut, Küche auch erledigt. Nächster Flur. Quatsch. Wesen. Der Flur ist auch fertig. Okay, dann müsste jetzt hier in die Garage. Nee, neues Zimmer. Gut, ich tippe mal, hier müssen wir auch direkt mal neu streichen. So, Müll ist weg. Fenster reinigen. Leider keine Vergipsung, die ich hier lernen kann. So, streichen. In grau und königlichem Blau. Hallo? Ach. Ich stehe in dem Eimer drin, ne? Muss mal raushüpfen hier. Nein, ach, jetzt muss ich doch wieder alles machen. Oder wir lassen es so. Oh, okay. Ja, wie gesagt, ich vergesse manchmal, dass ich jetzt 4 machen kann. Da, nur oben. Okay. So, und die anderen Wände machen wir der schönen Farbe. Sieht aus wie ein Schlafzimmer oder sowas, ne? Bloß die Frage, für wen? So, und die Ecke hier noch. Check, erledigt. So, Heizung. Und aufgedreht. So, Doppelbett Hermes. Es steht immer verkehrt rum. An der Wand dran? Ja. So, Schrank Vita. Den machen wir auf jeden Fall hier hin. Eine Doppelkommode kommt gleich da dran. Und ein Regal Lim. Das können wir ruhig da anstellen. Okay, auch fertig. Schlafzimmer Nummer 2. So, Wohnzimmer. Reinige Verschmutzung, Fenster rein.
Tisch sieht jetzt auch nicht so geil aus, muss ich sagen. Was sind hier noch? Und das Fenster noch. So, und Heizung. Da können wir ruhig mal eine große nehmen. Hallo? Ja, gut. Ich hätte sie weiter nach links gebaut. Egal. Auch erledigt. Alter, wir sind noch nicht mal ansatzweise wirklich weit. So, hier ist irgendwo noch Dreck. Da oben. Und Dreck war's das. Und was soll ich anbauen? Achso, die Heizung hier. Okay. Ja, also das Lab, oder das wiederholt sich jetzt alles so ein bisschen. Da sind wenig neue Sachen dabei. Nächstes Badezimmer fertig. Wir haben jetzt schon 6000 wieder plus gemacht. Sehr gut. So, hier haben wir nochmal einiges zu tun. Mann, wieso nehme ich denn immer den Dings in die Hand? So, Fenster reinigen. Ist das jetzt... Sehr gut, jetzt haben wir es schon mal. Ist das jetzt eigentlich das neue Haus oder das alte? Aus wie das alte Haus, ne? Das neue Haus. Farbe. Ja, ist auch nicht gut gestrichen. Sie mit den blauen Farbtönen hat. Wäre nicht meins, ne? Oh. Aber es war nicht meine Wohnung. So, haben wir. Deutlich zu viel. Ja, schade, reicht nicht ganz für 12 Wände. Aber es geht jetzt schon extrem fix, wenn man sich den Anfang mal überlegt, wie wir da gestruggelt haben und wie viel Zeit wir damit verbracht haben. Sind wir hier fertig? Ja. Jetzt sind wir schon Experte im Haus flippern. Ah, 11 gehen. So, sehr schön. Farb einmal weg. Nächstes Kinderzimmer. So, sie kriegt einen Computertisch. Gut, es sieht super einsam aus, das Ding. Noch. Achso, hier eine, so einen fetten Schrank. Kriegen wir den hier noch hin? Ja. Kriegen wir. Sehr gut. Auch beendet. So, dann bleibt ja nur noch das Räumchen hier hinten. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? So, sauber machen. Irgendwo hier ist noch Schmutz und da hinten ist irgendwo noch Schmutz. Okay, und eine Heizung soll hier nur noch hin. Scheiße, krieg ich die da ran?
ganz kurz mal umstellen. Zack, zack. Angeschraubt, aufgedreht und... Hallo? Couch wieder nach hinten. 98%. Irgendeinen Raum habe ich noch nicht. Welchen denn? Erledigt? 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 Ach, da, guck mal, hier ist noch ein Bad. Ach, und hier muss einfach nur noch eine Heizung ran. Gut, easy. Und dann sind wir bei 100%. Yes. 9.500 Euro nochmal dazu bekommen. Aber auch das brachte mir nicht den Spachtel. Wohnbunker, dringende Renovierung. Unterkunft für einen Kindergarten. Noch im Jahr in der Grundschule habe ich genug Geld gesammelt, um ein Gebäude zu kaufen, und sich gerne einen charmanten Kindergarten fahren. Ganz früher mal viel ändern. Im Allgemeinen bis einen großen Dünnern. Irgendwann die Besitzer möchten es nicht sauber machen. Sorgen Sie alle alten Geschehen. Reparieren Sie, richten das Badezimmer und Kinder lieben es. Schön bunt, Regenbogen. Mindestens drei Farben. Und stellen Sie sicher, dass die Kinder eine Menge an Spielsachen haben. Dann können wir dran werden. Nee. Ich bin ein großes Haus, wenn man es grundlegend regelt, ne? Ich bin Mann verlassen, Kinder, ich erinnere mich an Renovierungsarbeiten oder aufräumen. Ich werde vielleicht das Haus weiterbekommen, möchte das aber im Top-Zustand. Räumen Sie bitte, streichen Sie die Wände, tauschen Sie Toiletten, denken, ach, Geizkörper, Mann. Unterkunft für einen Gamer. Groß im siebten Himmel. Sie liebt dieses klassische Oma-Stil. Ich liebe ihn zwar weniger, aber sollte muss das Haus aufräumen und einige Möbel aus einem Stück. Wand zwischen Wohnzimmer und Kirche entfernen. Keller herrichten. Ich hätte sogar ein tolles Spielzimmer. Wir können mal ausstatten, weil ich schon so tiptop mega PC habe. So, haben wir noch einen Wohnbunker. Das ist meine Schwiegermutter bei uns einzig. Ich habe beschlossen, dass für geliebte Schwiegermutter eine kalte Konstruktion aus Metall am besten sein würde. Am besten auch unter der Erde. Kurzzeitig, ich möchte sie im Bunker unterbringen. Das ist natürlich nur zu ihrer Sicherheit. Wir sollen sie auch anders hin. Sein. Damit es auch dazu kommt, muss ich ein Minimum zum Leben ein Bett, Badezimmer, Küche haben. Ein Minimum sein. Übertreibe es nicht. Muss besonders gemütlich sein. Ich hoffe natürlich nicht lange bleiben. Es wäre Sachen oder so zu verstehen. Wir machen das mal. Das mit dem Bunker. Das müsste eigentlich... Okay, hier sind auf jeden Fall Kakerlaken. Also hat man ja auch auf dem Bild gesehen. Ist hier irgendwas gemacht? Also Wohnzimmer ist okay. Ach, das ist wahrscheinlich alles unterirdisch, wa? Schlafzimmer. Bad, alles super. Wo ist denn der Bunker? Gar nicht. Also ich höre auf jeden Fall die Kakerlaken, aber ich... Ach, hier ist der Bunker. Gib mal an. Hallo Kakerlaken. Also hallo Bunker erstmal. Ja, man hört sie schon. Ich sollte vielleicht erstmal aufräumen. So, dann haben wir hier noch Müll, Müll. Ein Gewehr. Ich erkenne leider nicht, was hier Müll ist und was kein Müll ist. So, gut, dann machen wir jetzt meinen Staubsauger. Muss ich den Bunker hier auch quasi aufräumen? Oder macht die Omi das dann?
Aber ich komme da nicht an den Rest dran. Ach, okay, sehr gut. Räume den Müll auf. Ah, okay, der eine Stuhl war es noch. Und, wo ist noch Müll? Alter, es ist einfach so unfassbar. Hier ist noch Müll. Schwer zu erkennen, was hier Müll ist und was nicht. So, ich habe ehrlich gesagt wenig Bock, hier tatsächlich alles einzulagern. Stromturbine muss hier noch rein. Wir gehen erstmal kurz hier sauber machen. Hier muss wahrscheinlich noch ein Bad drin. Schön die Oma erstmal in den Bunker gesperrt. Super Erziehung. So, mal hier zu. Okay. So, ein Klo. Damit die Omi auch kacken kann. Klingt ein bisschen drastisch, aber ist tatsächlich so, ne? Darf man nicht vergessen. Krass, das kenne ich gar nicht, das Modell. Oh, das ist ja richtig mit Arbeit verbunden jetzt hier. Alter, was muss ich denn hier alles machen? Alter. Krass. Okay. Heftige Sache. So, und hier ein 0815 Waschbecken. In dunklen Farben. So, die Modelle kennen wir ja. Aufgesetzt. Hallo? Zack, zack. Anschließen, aufgeschraubt. Okay. Mann, Alter, es sieht so räudig hier aus. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz. Also eine Stromturbine. Die wird da nicht hinpassen. Da auch nicht. So, jetzt müsste es aber in die Ecke passen, oder? Oder muss hier eine spezielle... Nee. Die muss nirgendwo speziell hin. So. Küchenschrank. Ein Hängeschrank. Ein Etagenbett, Alter. Knallt der die Oma hier wirklich ins allerletzte rein, ey. Geil. So, Cerankochfeld. Dann einen einfachen Tisch. Den können wir daneben stellen, oder? Ja. Und noch zwei Stühlchen, damit die Omi auch schön gemütlich hat. So, sehr schön. Dann müssen wir nur noch hier rein, was auch immer das ist. Ja, 100%. 10.000. Alter, krass.
Gut, dann war's das. Leider nicht das Vergipsen gelernt, aber dafür haben wir der Oma einen schönen Bunker gebaut. Ist ja auch was. So, wir verabschieden uns voneinander. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ah, und dann sehen wir uns Montag wieder zur nächsten Folge House Flipper. Adios, mein Lieben. Und schöne Erholung. Haut rein.